Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Pixelis. Ja, mir ist es wieder eingefallen. Ich wusste ja eben am Ende der letzten Folge nicht, was ich noch machen wollte. Ja, ganz einfach. Ich wollte noch mal zwei Tanks bauen. So. Das und das. Und einmal hier hoch. So, da kann man mich dann rüberlaufen. Somit kann da keiner mehr reinfallen. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt irgendwo Lava haben, die im Wege ist, haben wir wenigstens noch ein bisschen Platz. Gut, wir hatten aber hier angefangen, die Eisenbahn wegzupacken. Wegzuschaffen, oder wie man das auch immer nennen soll. Ja, es kann auf jeden Fall noch einer. Na komm. So. Achso, ich hatte gesagt, noch einer. So. Dann brauchen wir... Ja, muss nicht jetzt sofort sein. Für die obere Etage, also für den ersten Stock, brauchen wir Glasfenster. Oh, das passt genau. Ich glaube, das hatte ich auch ausgerechnet. 4 Blöcke, ne? Glasfenster. Um das nach außen hinzuzumachen. Wir brauchen ein paar Fackeln, die habe ich in der Hand. Das könnten wir also machen, das Beleuchten. So, da ist alles fertig. Wir müssten dann mal aus Sand... Ich sag mal so... Erstmal einen Block Glas machen. Also ein Stack, nicht ein Block. So, das geht da rein. Mir ist gerade was eingefallen. Ich glaube, die muss man erstmal kombinieren. Irgendwie 4 Stück oder was geben dann so viel, dass man es einschmelzen kann. Egal. Wir haben hier Silbererz. Das können wir. Erstmal kommt das da wieder rein. Silbererz. So. So ein Eisennugget. Nee. Steht nichts dabei. So, geschmolzenes Silber. Wie viel war das jetzt? Ah, auf jeden Fall noch ein. Wir haben einen ganzen Block Silber.
So, das sind jetzt keine Blöcke mehr, das sind alles Barren. Ah, sind genau 144, passt. Gut. Mal noch was mitgebracht? Nein. Silberbarren und Silberblock haben wir jetzt. Silberbarren und ein Silberblock. Davon hatten wir noch keinen. Aluminium Nugget, Aluminium Beeren und Aluminium Erz. So. Erz. Nuggets. Und Beeren. Und wir hätten sogar noch Platz. Das sind jetzt auf jeden Fall, ist es ein Block. Dann können wir zwei Barren gießen. Ups, so. Und jetzt haben wir 32, das müssten jetzt noch mal zwei Nuggets sein. Gut, ist leer. So, die Nuggets kommen wieder mal hier rein. Was haben wir denn hier noch? Uranerz, Zinnober und Jellurit. Den Rest brauchen wir im Augenblick nicht einschmelzen. Und dann haben wir endlich mal ein bisschen Ordnung. Aluminium, Zinn, Zinn, Kupfer, Silber, Blei, Bronze, Eisen, Stahl. Okay. Habe natürlich vergessen, das mitzunehmen. Klar. So. So. Und so. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Das sind nur 8. In der Zwischenzeit können wir aber hier mal
Sehr schön. Die können da wieder rein. Machen wir schon mal unten der Reihe rum, dass wir da zumindest einen Widerstand haben und nicht einfach so runterlaufen. Sehr schön, das haben wir auch zu. Nächste Fenster ist zu und dann können wir noch, was können wir noch? Machen wir hier irgendwo weiter, egal. Da das im Endeffekt ja alles zu soll, ist das eigentlich egal, wo wir jetzt weitermachen. Und ist wieder alle. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, so schön grün. So giftgrün. So, wir haben es. Ach, ist ja mal 2, das habe ich wieder vergessen. Dann haben wir natürlich etwas mehr. Ein Block und dann müssten 7. Sieben Barren übrig bleiben. Jawohl, ist alle. So, Zinnober. Können
wir hier nicht einschmelzen. Und Yellowheat geht. Aber Zinnober wieder mal nicht. Warum das so ist, kann ich euch auch nicht sagen. Denn hier geht's. Und zwar ganz schnell. So. Oh, guck mal, wie viel wir hier von haben. 27 sind ja drei Blöcke. Und wieso können wir keine Blöcke so herstellen? Gießen können wir sie aber. Und würden dann reines Uran herkriegen. Also könnte ich jetzt im Grunde die Blöcke einschmelzen und könnte dann Ingots wieder draus, also Barren wieder draus machen. Ist jetzt etwas verwirrend, aber okay. So, 2500. Das heißt, wir kriegen einen Barren, einen Block. Zweihundertsechsundneunzig, doch reicht noch für den zweiten. Ja, Yellowheat kann man ohne Probleme dann also in Barren wieder zurückverwandeln. Aber das mit dem Uran ist ja eigenartig. Das wusste ich nicht, dass das so ist. Ja, man kann sie gießen, aber kriegt man Uran auch aus und keine Uranbarren. Und hier haben wir jetzt alles weg, was ich so sehen kann. Das ist Schwefel. Schwefel können wir nicht einschmelzen, behaupte ich mal. Sicher bin ich mir da aber auch nicht. Holzkohlenstaub. Block. Gold und Yellowheat. Ja. Wir sollten mal vielleicht erstmal gucken. Wie heißen die? Heißen die jetzt Logistik? Logistikpipes sind das. Und warum finde ich die dann hier nicht? Machen wir das mal anders. Habe ich mich da eben vertippt oder habe ich die hier oben übersehen? Sicherheitsstation, Energierelais, Lötstation,
Logistische Werkbank. Nanotrichter. Mikroverpacker. Ey, sag mal. Ist doch richtig. Das ist das Basisrohr, genau. Und da brauchen wir eben entweder das, den goldenen Schaltkreis. Da brauchen wir aber dann die Montagebank für. Da gucken wir ganz einfach mal. Montage. Montage Werkbank. Denke ich hier noch. Das lohnt sich nicht. Nicht für was weiß ich, ein paar Rohre. Also nochmal Logistik. So, das ist das Basisrohr, was wir erstmal brauchen. Das machen wir nach diesem Rezept. Dafür brauchen wir Goldzahnräder. Viermal Gold, einmal Eisen. So, ich möchte direkt 64 Stück von bauen. Das heißt, wir brauchen 8. So. Das ist Pflasterstein-Transportrohr. Pflasterstein und Glas. Das ist zweimal Diamant und einmal Glas. Dann brauchen wir eine Redstone-Fackel. Das ist ein Stock mit Redstone. Brauchen wir auch 8 Stück von. Also, wir brauchen 2 Diamanten, reichlich Glas. Zwei Diamanten, reichlich Glas. Dann brauchen wir 8 mal Redstone. Ich das jetzt eben. Sag nicht, wir haben kein Redstone mehr. Redstone. Wir brauchen Gold. Das Gold reicht aber nicht. Dann gehen wir bei der Produktion jetzt erstmal davon aus, wie viel Gold wir haben. So. Dann haben wir 16, das reicht für 4. Schade eigentlich. So, dann brauchen wir ein bisschen Glas. Ein bisschen ist gut. Und wir brauchen ein bisschen Pflasterstein. So, jetzt fangen wir mal an. Eisen haben wir vergessen. Was ist hier jetzt noch drin? Nichts mehr. Gut. Dann nehmen wir mal Block Eisen, das sollte reichen. So, erstmal so. Und so. Haben wir das?
So, da haben wir 4. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Dann können wir das Redstone zerlegen. So, nochmal. Redstone Fackel. Das heißt, wir brauchen noch mal ein paar Stöckchen. So, um 64 zu bauen, brauchen wir halt 8. Brauchen jetzt aber nur die Hälfte, aber nur die Hälfte haben. Gut, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Glas. Da haben wir nochmal 64 geschmolzen. Das macht ja nichts. So. Und 6 Stück können wir direkt mit hochnehmen. Weil die brauchen wir ja. So, was mir im Augenblick noch fehlt, ist Obsidian. Eine noch. So, dann haben wir erstmal 32. Dann mal gucken. Das Bestellrohr. Wir müssen an mehreren Stellen bestellen, und zwar einmal hier, wo wir jetzt sind, und einmal am Brennofen und einmal am unten an dem Bereich da, wo wir jetzt da im Grunde die ganzen Maschinen haben. Das heißt, davon brauchen wir 3 Stück. Ein Eisenzahnrad. Brauchen wir 5 mal Eisen für. Wir brauchen 3 Stück davon. Also brauchen wir 15 Eisen. Wir kommen nicht weiter, weil wir kein Gold haben. Och nee. Okay. Ja, brechen wir erstmal ab das Ganze, weil wir müssen erstmal ein bisschen Gold sammeln. Vorher bringt uns das nichts. So, das, das und das packen wir hier rein. Das auch. Und der Rest kommt erstmal runter wieder. Und Redstone wird aber... Ne, das reicht noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so lange. Wie sieht denn das mit Eisen aus? Zinn, Aluminium, 26 Blöcke. Ja, okay, das reicht noch ein bisschen.
Was bitteschön ist denn Peridot? Olivin. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wofür wir das brauchen. Nur schon mal gut zu wissen, dass wir es haben. So, wie weit sind wir hier? 400. Ja. 600 fehlen noch. Und es ist Nacht. Dann wollen wir doch mal ein Momentchen schlafen. Und damit ist die Folge auch wieder vorbei. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.